So, als letzter Charakter, wir schauen mal ganz kurz, dass ich auch wirklich alle schon gemacht habe von den Nicht-DLCs. Warte, ja, so, war auf anderen geschlossen. Ja, das ist ein DLC. Ja. Es ist nur noch Nariko übrig. Von Heavenly Sword. So vielen brachtest du die Niederlage schwert. Und was haben sie je dafür bekommen? Nichts. Nichts als Schmerz und Leid. Jetzt erkenne ich, dass du ohne mich nichts bist als ein verziertes Stück Metall. Ich werde alle deine Geheimnisse enthüllen. Dich zähmen, dich schwingen und mein Volk aus deinen Fesseln befreien. Es gibt einen Ort voller Krieger, die sich mir ebenbürtig fühlen. Dort wird man mich prüfen und für würdig befinden. Ich werde dieses Schwert meistern. Und niemand wird das schneller begreifen als jene, die mir im Weg stehen. Ab geht's! Schon wieder Sir Daniel! Was ist denn in letzter Zeit los? Ich kämpfe in letzter Zeit immer gegen Sir Daniel. Was ist in letzter Zeit los? Ich kämpfe in letzter Zeit gegen Sir Daniel. Der letzte Zeit, der letzte Zeit, der letzte Zeit, der letzte Zeit, der in der letzten Zeit von der letzten Zeit, ne? Egal. Los, Jedit. Weiblicher Kratos. Für diejenigen, die mit Heavenly Sword nichts anfangen können. Au. Natürlich ein bisschen galanter als das angepisste spartanische Modell. Ah, das ist ein Konter, gell? Tatsächlich. Don't hit me. Ah, hier haben wir was zum Schießen. Ich habe Heavenly Sword leider auch noch nie ganz durchgespielt. Aber es ist ein ziemlich geiles Spiel. Das müsste ich mal nachholen. Hör auf jetzt! Ah, so war das mit dem seitlichen. Okay, testen wir doch mal. Stufe 1 Angriff ist ein Fernkampf. Na komm. Hey, das ist sogar ein Get Over Here Move. Okay, ich will mal die anderen Angriffe auch testen. Aber so nicht. Was zum Teufel fängt er an hier rumzuspotten? Hat für die dann ihn? Au. Das ist so ein schöner Rundumschlag. Gut, machen wir nochmal Level 2 Angriff. Geile Sache. Ich kann nochmal schießen. Und ich hab Soundaussetzer. Ah, ist wieder da, okay. Ich dachte, hier und hier die ganze Zeit Soundaussetzer. Was ist das? Das ist zum was zum Hochwerfen, ne? Komm her. Naja, wie gesagt, ein bisschen eleganter als Kratos ist sie. Aber schon geiles Moveset. Irgendwie habe ich bei dem Angriff Soundaussetzer. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber vielleicht ja. Ich habe noch nie mit Nariko gespielt, von daher. Sonst hätte ich nämlich sie auch vielleicht auf All-Star spielen können. Aber das war doch mal schon mal ein guter Anfang. Dieser Tobias hat die nochmal getestet und hat aber gemeint, es ist eigentlich ganz okay. Wir haben Hi-Hachi und Sly Cooper für uns. Das sollte eigentlich kein Problem mehr geben. Und dann teste ich jetzt doch gleich mal den Stufe 3 Angriff, wie der so ist.
Muss mal schneller laden. Fertig. Kämpf. Aber warum blocke ich eigentlich die ganze Zeit, wo nichts zu blocken ist? Ah, das ist der alte Herr Hachi. Ich habe das eben jetzt bemerkt. Au. Das ist doch mal ein geiler Angriff gewesen. Holy shit! Alles geht hier kaputt. Na komm her. Hey. Stop it already. Na gut, wir sind auf Level 2 wieder. Aha, ich kann in die Luft. Was ist es denn als mit diesem komischen Wasserball, ey? Erst kommt er so gut wie nie vor und jetzt häuft er sich. Ich hätte erst gedacht, der wäre charakterspezifisch, aber nein, ist er ja nicht. Sorry, Mann. Oh, shit. Bereit für den Kampf. Direkt in den Angriff rein. Komm schon, ich will einmal Stufe 3 Angriff haben, damit ich weiß, ob es sich rentiert. Stop it already. Ich bin immer mit meinen Anglizismen, gell? Ihr macht, dass ich wieder unsichtbar, das Lei. Ja genau, Honsugeschirr. Sehe ich aus. Es ist das Ende, ihr Trottel! Ihr Narren! Komm schon! Ich hab's doch gleich. Na komm. Lass mich doch mal jetzt zu Stufe 3 kommen. Na, also geht doch. Was haben wir denn da Feines? Aha. Im allmächtigen Angriff. Alter! Der Rundumschlag war ja mal übel overpowered. Das hatte jetzt bisher jeder eigentlich so eine Art Verwandlungsmove. Egal ob es jetzt Stufe 3 oder Stufe 2 war. Bei den meisten war das halt so, dass es einen Move gab. Und dann hatten die vorübergehend eine besondere Fähigkeit. Kann ich das aufladen? Das müsste ich mal experimentieren. Ah, shit. Das failt immer so beim Treffen. Oh, ich weiß gerade noch gar nicht, ob ich überhaupt führe. Das wird ein bisschen noch knapp. Nein! Nein! 3, 2, 1. Komm schon! Vorbei. Fuck it! Okay, ich hab gewonnen. Ich war mir eben echt nicht sicher. Aber egal, Jack, Nathan und Toro. Na dann. Show me what you can do. Lade schneller, lade schneller, lade schneller. Fertig. Kämpf. Hey, stop it. Na gut, warum ist er da nicht? Das kommt ja gelegen. Das kommt wirklich gelegen. Au! Schnell. Lass mich in Ruhe. Was ist denn Berg? Das Dumme ist, dass ich da nicht bestimmen kann, wie bei Nathans Angriff zum Beispiel, wann abgefeuert wird. So muss man das besser timen. Au. Noch mehr Au. Na gut, machen wir es anders.
eine Sache, ich kann in der Luft einen greifen. What? Was hat mich hier erwischt? Ein Geschenk der Götter. Ich muss wohl von Jack an Jacks Angriff erwischt worden sein. Ich gar nicht so registriert vorher, um ehrlich zu sein. Scheiße, ich will nicht bei Murder Dolls Angriff involviert werden. Wo ist Elena, wenn man sie braucht? Ja, gute Frage, nächste Frage. Perfekt für mich. Oh shit. Ja. Oder auch nicht. Ich bin doch nur ich gemein. Am I evil? Yes, I am. Au. Lass mich in Ruhe. Na toll, das war nix. Oh shit. Für noch grausamere Hiebe. Oh, bin ich gerade gefroren, ey. Voll Slow-Mo-Action. Dessen Angriff habe ich da eben unterbunden. Hey. Für noch grausamere Hiebe. Ah, das war von Nariko der Spruch. Okay. Ich bin schon gewundert, wer hier sowas von sich gibt. Noch 10 Sekunden. Na gut, es hätte auch zu Murder Doll gepasst. Ach nee, warum sage ich Murder Doll? Dollface heißt sie. Oh, ich bin auch so ein Fail-Cop, ey. Habe ich überhaupt genug Kills? Scheinbar ja. Noch ein Zeitkampf mit Sweet Tooth, Kratos, Big Daddy. Holy Macaroni. Aber ich weiß, bei Nariko war es, glaube ich, Dante, der Rivale. Von daher, no problem, man. Fertig. Dann schlagen wir uns doch mal herum, oder? Versuchen wir mal wieder nochmal auf Stufe 2 einen Griff zu sparen, weil ich wollte da nochmal gucken, ob das jetzt wieder aussetzt. Der Tonfall. Ist dein Ende! Komm schon, du Feigling! James Geist, sei mit mir! Nein, diesmal gab's keinen Ausfall. War vielleicht ein Glitch. Ich mit meinen Glitches wieder, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Hier für dich, ich lasse dich leiden! What? Wie hat der mich denn noch erwischt? Babsack. I hau sie um, du Babsack. Ich will nicht, lass mich in Ruhe. Ich glaube auch. Hey! Shit, 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 shit. Nix mit Hades. Ich werde dich so fertig machen. Pusche. Ohne Hades. Lass mich jetzt mal einfach. Oh, cool. Triple Kill. Schmerz und Leid erwarten dich. Wie war denn nochmal, dass da so ein Tornado rauskam? Ach so. Oh shit. Die Little Sis hat mich aber auch ganz schön genatzt eben. Nee. Das lass mir schön sein. Komm her. Ihr stresst doch, Leute. Gibt's doch gar nicht. Fuck. Okay.
Machen wir es so. Na, wollt ihr es nochmal versuchen? Haha. Was willst du eigentlich, Big Daddy? Nerv doch! Da. So. Wir haben es hier mit Spike, Radek und Cole zu tun. Musste bei mir hier selber nur gerade was umschalten, deswegen habe ich mal kurz Next gesagt. Ne, war ich mal kurz mute. Fertig. Ach, wir haben schon länger nicht mehr in Loco Roco gekämpft. Au. Das ist dann jetzt, Thema kommt neuer Part. Ja, super. Super. Integrity Lost, du hast es geschafft, in meine Aufnahme hineinzukommen. Ein Geschenk der Götter. Aber egal. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte trotzdem jetzt versuchen, mich zu konzentrieren und auf Stufe 3 Angriff zu... Was habt ihr eigentlich alle für ein Problem, ihr Imsens? Ihr Imsens. Auch geil. Ich spare jetzt auf Stufe 3 Angriff, weil das ist das Sinnvollste daran. Denke ich. Diese Scheißkräne, ey! Nevermore, Grove the Raven! Irgendwas ist hier doch... Dieses Level, ey, ich weiß nicht, aber da kriege ich immer ein bisschen Kopfschmerzen von. Das ist so ein Kiefer-Level. Das gibt's überhaupt nicht. Stop it. Es geht los! Nein. Nein. Oh, shit, man. Fühlt ihr Feiglinge euch stark? Nee, die fühlen sich nicht stark. Deswegen kämpfen die nur gegen eine Frau, gell? Frau schlagen, das haben wir gern. Metal Gear Rising Revengeance im Hintergrund. Wie würde Total Biscuit sagen, Ladies and Gentlemen. Komm schon, ich will Stufe 3 Angriff. Das darf doch nicht so schwer sein. Komm schon! Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3! Stufe 3! Gib es mir! Ey, das ist so übel manchmal, wie lange das braucht. Aber egal. Jetzt mach ich euch alle kaputt. Bams. In eure Faces. Was ist los? Warum habe ich einen schwarzen Bildschirm? Nein! Spiel? Du hast dich jetzt nicht wirklich aufgehängt.